Willkommen zurück bei meiner Tour an der Baustelle zum neuen Stuttgarter Hauptbahnhof. Schauen wir uns nun die Bauabschnitte 14 bis 22 an. Wir schauen uns die Bauarbeiten der Bahnhofsteile bis hin zum Tunnel Südkopf an. Wir blicken vom Fußgängersteg zwischen Gleis 15 und 16 gehend Filtertunnel auf die Bauabschnitte 14 und 15 mit links Rand und mittig Innenkelch. Links dahinter erkennt man einen fertig gegossenen Randkelch. Links im Vordergrund wird der Kelchfuß eines Randkelches armiert, der an ein halbiertes Sektglas erinnert. Bei näherem Blick erkennt man auch die Innenschalung aus Brettsperrholzplatten von Züblin Timber. Sämtliche Schalelemente können bis zu 9-mal wiederverwendet werden. Die schwarzen Schläuche dienen zur gezielten Betoneinbringung, also damit der Beton, der nur von oben eingelassen werden kann, auch den letzten Winkel unten im Fuß erreicht. Betrachten wir nun einen Innenkelch mit seiner fertig aufgebauten Kelchschalung im Bauabschnitt 14. Im Detail kann man die Bewehrung der Kelchschale bestaunen. Ein paar Arbeiter flechten Stahl der Schale. Dahinter erkennt man die Armierung der Hutze. Am Ende des Förderbandes aus dem Filtertunnel arbeitet ein neuer Hitachi-Bagger, der das Material auf LKW verlädt. Ein Sennebogen-Mobilkran versetzt die Rüstteile im Bauabschnitt 15. Vom Tunnel Südkopf aus blicken wir zum Hauptbahnhof und erkennen im Vordergrund einen mächtigen Innenkelch, an dem fleißig gearbeitet wird. Rechts im Hintergrund zeigt sich der rote Infoturm Stuttgart. Hier sehen wir die imposante Deckenarmierung des Tunnels Südkopf im Bauabschnitt 19 bis 21. Die Dicke variiert zwischen 1,20 m und 1,60 m. Der Tunnel Südkopf hat eine Länge von 200 m sowie eine Breite zwischen 46 und 73 m. Im geänderten Rettungskonzept wurden Fluchtwege hinzugefügt. Hier sieht man einen fertig betonierten Aufgang und weiter rechts den armierten Aufgang. Musik
Durch den heftigen Wind fängt ein am Baukran hängendes Schalelement sich zu drehen und schwingen an. Eine durchaus ernstzunehmende Situation. Abgewiesene Windstärken sollten keine Lasten mehr am Haken hängen. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick in die Düker Baustelle. Auf der Karte ist gelb der alte Kanal zu sehen und orange das Düker Bauwerk mit Pumpstation am Südeingang des neuen Tiefbahnhofes und dem Ober- und Unterhaupt, weswegen der Düker auch breiter ist als der alte Kanal. Gerade wird Beton für die Sohle eingebracht. Der Seilbagger hat ausgedient und steht zum Abtransport bereit. Als nächstes schauen wir uns die Arbeiten der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie an. Bis dann!